All About Football. Heute gibt es mal ein Pack Opening, wo wir wieder, heute werden wir wieder meine Squad Battle Rewards ziehen. Ich habe leider wieder nicht Elite 1 geschafft, weil ich zu spät angefangen habe zu spielen und habe mal wieder, ja, was heißt nur, aber ich habe Elite 2 geholt, zwei Megapacks und zwei 25k Packs plus die Vorbesteller Packs noch. Ich würde sagen, dann gehen wir mal rein in das Ganze und kriegen noch 15.000 Coins. Auf jeden Fall holen wir das hier ab. Das ist ja ganz in Ordnung eigentlich. Obwohl, ein Walkout würde ich mir schon wünschen, ist mein Ziel. Aber ich glaube ehrlich gesagt gar nicht, dass der Walkout kommt. Aber naja, wir nehmen es erstmal mit. Man weiß ja nie, 15.000 Münzen, ja, nimmt man auch mit. Immerhin etwas. Und dann würde ich sagen, das andere sind die Top-Partien-Packs. Die werden wir auch noch aufmachen. Aber nicht in diesem Video, dazu wird ein spezielles Video kommen und das machen wir auf 4 Accounts, deswegen starten wir jetzt erstmal rein in das 15k Set. Komm schon! Ja, ich habe glaube ich noch nie mit einem Walkout gestartet, aber das ist jetzt auch nicht so das beste Pack. Und das ist Jardel. Es ist ja momentan die Liga Nost und die MLS-Assets rausgekommen und Squad Deals, ey, das ist zu krass, was EA immer wieder released hat heute. Auf jeden Fall kann man die dafür, glaube ich, mal gut gebrauchen. Läuft auf jeden Fall. Wir ziehen das nächste 15k-Set. Komm schon. Leider kein Walkout. Auch keine Leinwand. Und das ist Belgien, das passiert, ne? Ja. Schade. Würde ich sagen, kommen wir zu meinem Squad Battle Rewards. 25k-Set, ich erhoffe mir zwar gar nichts daraus, muss ich sagen. Es ist auch kein Walkout, wie eigentlich zu erwarten, aber es ist noch nicht mal eine Leinwand. Das ist natürlich belastend. Und das ist Bernardeschi. Ich weiß zwar nicht, wieso ich erst an Cuadrado gedacht habe, weil der eigentlich auch eine Leinwand ist. Aber irgendwie wegen Juventus oder so. Aber es ist halt, ja, Italien kann nicht Cuadrado sein. Ich weiß nicht, was ihm jetzt vorgeht, Digga. Aber naja, ist ganz in Ordnung, muss man sagen. Jetzt kommen wir zu diesem 35k-Pack. Und also, ein Walkout wäre schon nett. Weil sonst ärgere ich mich wieder, dass ich nicht Elite 1 gekommen wäre. Okay, erstes 35k-Set. Kein Walkout. Und das wird im zweiten Pack auch nicht besser. Das ist noch nicht mal zur Leinwand. Oh, scheiße. Piatto. Alter, ist das schlecht. Geknackt. Okay, wir kommen zum wahrscheinlich Ehre genommen! Vorhaut genommen! Leben! Genommen. Ey, Elite 1 hat sich so viel mehr gelohnt, ne? Das ist ja mega scheiße. Oh mein Gott, Elite 2 ist so. Ich nehme das Doppelkampf. Ich bin einfach viel besser, was wir da machen. So, okay, wir ziehen nochmal ein Promo-Pack. Wir gehen das Risiko ein. Ich weiß nicht, wieso ich diese Scheiße mache, Alter. Keine Ahnung, Mann. Ja, Borja Valero, wow, hätte ich nicht machen dürfen. Okay, das war's mit diesem Pack-Opening. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir nur einen Patricio gezogen haben, was sehr schlecht ist. Falls es euch trotzdem gefallen hat und ihr Bock habt, dass ich öfter Squad Battle Pack-Openings mache, dass ich das jede Woche bringe, lasst gerne ein Like da, könnt auch gerne abonnieren, würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und ja, dann war's das für heute. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, gefallen. Dann bin ich für heute raus und ciao.